Ich bin schon gespannt wie ein Flitzebogen, was für Pokémon ich unterwegs begegnen werde. Geben wir beide unser Bestes, Black Laser. Ja, ist okay. Komm, verzieh dich, will ich nicht mehr hören, ist ja grausam. Erstmal Ohrenkrebs bekommen. Ah! Okay, also, die wollen mich unbedingt auf eine Reise schicken. Wollen mich unbedingt von meiner Familie und von meinem Haus trennen. Ja gut, halbe Familie, nicht wahr? Vater ist ja irgendwo im Fernsehen tätig, soweit wir soweit wissen. Mutti, ich muss gehen. Man will mich hier nicht haben. Wie geht's dir denn so, Black? Ja, gut geht's mir. Ich soll mich ausruhen, ja, okay. Ich ruhe mich noch einmal bei dir aus, aber dann geht's. Chop, chop. Auf Nimmerwiedersehen, Alte. So, gibt's hier noch was zum Abgreifen? In dem Haus vielleicht, wer weiß. Gemeinsam mit Pokémon-Abenteuer, bla 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 bla, nein. Erstmal nein. Lass laufen. Was? Auf wen soll ich denn jetzt noch warten? Was wollt ihr denn von mir ständig? Jetzt, bei dir war ich doch gerade. Was? Meine Mutter will mich nicht gehen lassen. Hast du schon bei Professor Birk vorbeigeschaut? Oh, was für ein süßes Pokémon. Hast du das von Professor Birk bekommen? Toll. Du kommst wirklich genau nach deinem Vati. Gut siehst du aus mit deinen Pokémon. Kaum zu glauben, dass du jetzt dein eigenes Pokémon hast. Vati ist bestimmt überglücklich, wenn er das hört. Aber sei unterwegs bitte immer vorsichtig. Wenn irgendetwas passiert, kannst du jederzeit wieder nach Hause kommen, in Ordnung? Also los, schnapp sie dir alle! Schatz! Ist ja süß. Wirklich hübsch gemacht, muss man sagen. Diese Grafikeinblendungen gefallen mir. Ach kommt schon, jetzt lass mich doch meine 10 Meter gehen! Was ist denn nun schon wieder? Ah, hier das von meinem Papa, das... Warte mal, ich hab die Stimme vergessen. Hier, das von meinem Papa! Das wollte ich dir eigentlich vorhin schon geben. Dein Pokémulti-Navi wurde erweitert. Ach, warte mal, das ist ja gar nicht ihre Stimme. Zum Teufel nochmal. Dieses Stimmensprechen ist neu für mich. Habe ich bis jetzt noch nirgends gemacht. Mal schauen, vielleicht komme ich noch dahinter. Durch dieses Update wurde dein Pokémulti-Navi um die Pokédex-Navi-Funktion erweitert. Damit kannst du unter anderem für jede Gegend Informationen zu den dort lebenden Pokémon abrufen. Das ist eine extrem praktische Funktion, besonders wenn du dir alle Pokémon-Arten schnappen willst. Na schön! Dann benutze ich am besten auch gleich mein Pokédex-Navi und gehe auf die Suche nach Pokémon. Black Laser, versucht doch in der Zwischenzeit mit den Pokebällen, die ich dir vorhin gegeben habe, ein paar Pokémon einzufangen. Gute Idee. Wir schauen jetzt erstmal, was für Pokebälle oder wie viele wir haben. Wahrscheinlich nur normale. Oh, 10 Stück gleich. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, dann auf geht's. Oh, komm schon. Man muss sich nur beschweren, dann funktioniert's. Sobald man sich beschwert, ist alles gut. Los, Gekkabor! Oh, wir sind so die Nachtfighter. Das ist wirklich interessant. Nein, ich absorbe dieses Mal, auch wenn wir jetzt schon Level 18. Bats! Sehr schön. Ja, komm, tackle mich. Gib's mir! Pokéball los! Ich glaube, Zickzacks hätte ich nicht mal beschädigen müssen. Theoretisch könnte ein Pokéball auch einfach so Zickzacks fangen. Ich bin mir da nicht ganz sicher, aber meistens gibt es im ersten Gras in Pokémon immer 1 bis 2 Pokémon, die man ohne Beschädigung fangen kann. Also easy fangen kann. Sodass die garantiert im Ball bleiben. Okay. Ich hoffe, dass dieser Scan-Vorgang nur beim ersten Mal passiert, wenn man was fängt. Ist ein bisschen zu lang. Aber ansonsten sehr cool gemacht mal wieder. Das ist ein rastloser Wanderer. Ein rastloser Wanderer. Verdammt nochmal, aber darf ich es nur lesen. Dieses Pokémon ist nämlich sehr neugierig und es inspiziert alles, was ihm zufällig begegnet.
Okay. Ich schau mal, ob ich noch eine Pokédex-Stimme finde für das Ganze. Aber ich glaube, jetzt in der dritten Folge oder was das jetzt gerade ist, wird es vermutlich dafür noch keine geben. So, und jetzt sind wir auf und davon mit unseren inzwischen zwei Pokémon. Und da steht die Olle schon wieder. Die will mich nicht in Ruhe lassen. Die will was von mir. Ich weiß es ganz genau. Ich sehe es in ihren Augen glitzern. Hey, Black Laser, hier drüben. Sieh mal, dort drüben. Ein wedelnder Schwanz. Ein klares Zeichen dafür, dass sich da zwei Pädophile befinden. Nein, dass sich dort ein Pokémon versteckt hält. Okay. Ja, das... Okay. Doch damit nicht genug. Denn laut Pokédex-Navi verfügt es über eine seltene Attacke. Okay. Offensichtlich die Schwanzwedel-Attacke, aber... Black Laser, versuch doch mal, dich dem Pokémon ganz langsam zu nähern. Durch leichtes Bewegen des Blablabla, das weiß ich doch schon, wie es geht. Also wirklich. Das habe ich zumindest in einem Handbuch gelesen. Das bin jetzt gerade nicht ich, der sich da bewegt. Das hat das Spiel selber gemacht. Nur noch ein kleines Stück weiter, Black Laser. Nähere dich dem Pokémon, aber ganz langsam. Warum sagst du mir denselben Scheiß jetzt nochmal? Also ja, man muss das Schiebepad beim 3DS benutzen und dann das nur ganz langsam nach vorne drücken und dann geht das. Psst, I'm hunting rabbits. Oh, verdammt. Na geht doch. Ich hatte gehofft, das geht mit A drücken, das Ganze zu aktivieren, aber man muss nur nah genug rangehen. Dann passiert's von alleine. Ein Pfiffchen. Ist das nicht derselbe Hund, der vorher dem Professor den Schwanz abbeißen wollte? Ach nö. Ja, wir absorben ihn jetzt erstmal. Komm schon, lutsch ihn aus, Gekkabur. Sauber. Was? Was? Ach, Jauler. Richtig, steigert den Angriff. Passt. Und jetzt eine Watschen geben. Kablamo! Ah, nice. Genau, solange du mich nicht angriffst, habe ich die Ruhe weg. So, jetzt Pokéball. Flieg und Sieg. Nee, warte, das war was anderes. Egal. Hauptsache, wir haben den Spruch. Jawoll! Das war ein bisschen zu leicht, aber gut. Passt mir. Yes, nochmal 40 Erfahrungspunkte obendrauf, immer gut. Okay. Jetzt haben wir auch noch einen schwanzabbeißenden Hund im Team. Langsam wird unser Team ganz schön geschmeidig. Apropos geschmeidig, lass mal sehen, was unser Zickzacks hat. Erstes Mal, es hat einen Gegenstand dabei, das gefällt mir jetzt schon. Völlerei. Ich hatte so gehofft, dass es Mitnahme als Fähigkeit hat. Sonst hätten wir es nämlich, dann hätten wir es im Team eine Weile lang behalten können. Das heißt, wir werden unter Umständen nochmal einen Zickzacks fangen müssen. Na gut, also was hast du dabei? Eine Beere? Komm schon, ich will wissen, was du dabei hast. Wo steht's? Immer wieder blind. Trank. Es hat einen Trank dabei. Respekt. Stand links unten in der Ecke. So. Ja, gut, Mike, ich hab's gefangen. Das war echt klasse, Black Laser. Ich hab als Trainer zwar schon mehr Erfahrung als du. Hat man gesehen in dem Kampf, wo wir gegeneinander gekämpft haben. Aber mich erfolgreich an versteckte Pokémon anzuschleichen, gelingt mir nur ganz selten. Okay. Ja, und weiter? Okay, dann nicht. Dann gehen wir wieder. Weißt du, solche Gespräche führen und dann einfach ohne Tschüss, Ciao oder Leck mich am Arsch sich zu verabschieden, ist irgendwie nicht so mein Style die meiste Zeit, aber das scheint in dieser Professorfamilie so ein bisschen drin zu liegen. Oh, warte mal. Habe ich jetzt eigentlich auf dieser Route alles gefangen, was es gibt?
Sie haben ja vorher erzählt, dass es das Pokédex-Navigations-was auch immer das irgendwie kann. Aha. Hm. Ich bin damit noch nicht zufrieden. Lass mal probieren, ob wir noch was finden. Ja, wir wollten ja sowieso ein zweites Zickzacks fangen. Ich will bloß hoffen, dass das nicht Völlerei hat, weil so werden wir nicht weiterkommen. Gut, Absorber brauchen wir nicht. Wir brauchen Pfund. Hau rein, Gigabohr. Batsch. Tackle habe ich noch nie verstanden. Die müssen das mal gescheit animieren, diese Attacke. Gut, ich weiß, dass es ein Football-Move ist, aber... Nee, danke. Jetzt habe ich es nicht gefangen. Aber es macht nichts. So oder so hätten wir zu wenig EP bekommen. Ich möchte dabei auch noch ein Level kriegen beim Fangen von dem Pokémon. Weil mir das noch nie gelungen ist. Immer nur beim Besiegen. So. Pfund. Ist dasselbe Zickzack wie vorhin. Weiblich, Level 2. Bam. Ist doch nicht dasselbe. Wir haben diesem hier ein bisschen mehr abgezogen, wenn ich mich nicht irre. So, Pokéball, flieg und sieg! Wir müssen uns wirklich einen anderen Spruch dafür ausdenken. Schreibt mir bitte in die Kommentare, wenn euch ein guter Spruch zu Pokéball werfen einfällt. Nicht den Scheiß, den der Trainer selbst sagt. Jawollingen! Level 9. Ruckzuckieb! Ah, das haben wir gebraucht. Siehst du mal, wie wichtig das war. Dass wir hier ein Level kriegen. Gefällt mir jetzt schon. Ich weiß bloß nicht, ob Pfund stärker ist als Ruckzuckieb. Da muss ich erstmal nachschauen. Tackle ist ja irgendwann mal verstärkt worden. Pfund ist nur 40 stark und Ruckzuckieb ist auch nur 40 stark. Das heißt, falls wir eine neue Attacke lernen, ist leider unsere schöne Patch-Attacke weg aus dem Ganzen. Weil zweimal dieselbe Attacke haben, ist völlig nutzlos. Und Ruckzuckieb ist einfach besser. Und öfter als 30 Mal brauchen wir es sowieso nicht. Oh, jetzt habe ich nicht nach dem Zickzacks geschaut. Zeig mal her, du. Es hat, was hat es? Wieder einen Trank dabei. Und Mitnahme, jawohl, das wollten wir haben. Vielen Dank. Dich lassen wir im Team. Deinen Kollegen auf Level 2. Männlich lassen wir nicht im Team. Kommt dann weg. Am besten erst beim nächsten Pokémon Center. Was mir hier noch aufstößt, ist, dass ich in diesem Bereich noch nicht jedes Pokémon gefangen habe, was es gibt. Was fehlt denn uns hier noch? Also ein Wingull gibt es erst im nächsten Bereich, soweit ich weiß. Nicht schon wieder ein Zickzacks. Ich frage mich. Gut, wir werden es jetzt schon noch, wir werden es dann schon noch rausfinden. Sollte das jetzt nicht so gut klappen, dann verschiebe ich das aufs nächste Mal, weil es ist jetzt auch nicht unbedingt interessant, dass ich hier umeinander suche und schaue, dass ich jedes Pokémon in diesem Bereich fange. Erstmal absorbieren. Jawohl. Auf geht's, Gigabohr. Wir haben nicht die ganze Nachtzeit, ja. Ich verfalle jetzt in wütende Mörderrage und kill jetzt einfach dieses Zickzacks. Einfach so. Bats!